In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in einer Arrestzelle der Polizeiinspektion Feldkirch zu einem tragischen Ereignis. Ein 24-jähriger Mann, der wegen Handtaschenraubes in einer Arrestzelle untergebracht war, erhängte sich in seiner Zelle. Ja, der Mann war 2 Tage bei uns untergebracht, wäre heute überstellt worden in das Landesgericht Feldkirch. Und heute Morgen haben die Kollegen beim Kontrollgang, also einer dieser wiederholten Kontrollgänge, weil die Zelle besetzt war, feststellen müssen, den tragischen Vorfall, dass sich der Mann das Leben genommen hat. Natürlich wirft so ein Ereignis immer die Frage auf, ob und wie der Selbstmord zu verhindern gewesen wäre. Ja, zur Frage, ob man sowas verhindern hätte können, gibt es 2 Dinge grundsätzlich zu sagen. Das eine ist die bauliche Substanz dieser Arrestzelle, also ob die sich anbietet von der Bausubstanz her, dazu ist zu sagen, dass wir in diesem Haus ganz neu untergebracht sind. Das heißt, diese Arrestzelle ist wirklich erst in Betrieb genommen worden. Die ist nach den wirklich allerneuesten Standards erbaut worden. Auch in Zusammenarbeit mit dem Menschenrechtsbeirat, der seine Ideen eingebracht hat. Also die Zelle ist wirklich von dem her ganz was Modernes und Neues. Zum anderen, was die Person betrifft, da ist es bei uns so, wenn wir erkennen können, also durch eine Äußerung zum Beispiel, dass wir sehen, da hat der Mensch ein Problem, er kündigt einen Selbstmord an oder was immer, ist es vorgesehen, dass man einen Arzt beizieht und dass man dann eine Überstellung macht ins Landeskrankenhaus Rankweil. Und das war da noch in keiner Weise der Fall. Also wenn wir Häftlinge da haben, haben wir natürlich auch logischerweise eine Nachbesetzung da, die ist da in diesem Haus sowieso da. Und diese Nachbesetzung schaut dann regelmäßig in diese Zelle hinein. Und das ist in diesem Fall auch gemacht worden. Nicht nur für die Angehörigen, auch für die involvierten Beamten ist ein Selbstmord eine große psychische Belastung. Auch hier gibt es von Seiten der Polizei Hilfe, falls die Beamten dies wünschen. Es ist so, wir haben mit den Kollegen gesprochen heute Morgen. Es war so, dass sie von ihrem Zustand her, von der Psyche, das nimmt natürlich schon mit, sie formuliert haben, sie möchten jetzt einmal einfach nach Hause gehen. Es wird bei uns grundsätzlich bei solchen Vorfällen etwas angeboten, und zwar, dass man Kontakt herstellt zu einer Hilfe, und zwar, dass keine posttraumatischen Folgen bleiben. Das heißt, wir werden natürlich mit den Kollegen in 2, 3 Tagen wiederholt über die Sache reden, und wenn sie das dann möchten, bieten wir ihnen eine Hilfe an. Das ist bei uns in der Polizei so eingeführt, diesen Service, und den kriegen natürlich auch diese 2 Kollegen.